Hallo und herzlich willkommen zu BBB TV. Wie Sie sehen, befinden wir uns heute im Terminal des Flughafens BER. Denn der Flughafen öffnet heute seine Tore. Wenn Sie jetzt denken, oh Gott, habe ich die Eröffnung verpasst? Gab es eine spontane Eröffnung? Nein, der BER öffnet heute, weil er ein Fest plant. Ein Familienfest am BER. So lautet jedenfalls das Motto des Flughafens. Man möchte Öffentlichkeit zeigen, man möchte den Menschen diesen Flughafen zeigen. Öffentlichkeit und Transparenz, das waren bis jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenzen dieses Flughafens. Aber heute soll es anders sein. Die Menschen dürfen das Terminal besichtigen, sie dürfen den unterirdischen Bahnhof besichtigen und sie können eine Tour über den Flughafen machen. Wir werden versuchen, Experten und Verantwortliche des Flughafens vors Mikro zu bekommen. Wir haben Fragen, die wir gern stellen möchten. Mal sehen, ob wir Antworten bekommen. Und natürlich interessiert uns auch, was die Bürger zu diesem Flughafen sagen. Wir werden also auch Bürgermeinungen einholen. Das Thema der heutigen Sendung ist das Konzept, gibt es Alternativen zum BER? Wir werden sehr interessante Interviewpartner haben, unter anderem Herrn Faulenbach da Costa, einen renommierten Flughafenplaner. Sie sehen, es wird ein spannender Beitrag. 80.000 Besucher haben nach Veranstalterangaben die Gelegenheit ergriffen und einen Blick hinter die Kulissen des BER geworfen. Am Sonnabendvormittag sah es noch nicht nach großem Interesse aus. Aber das schöne Wetter lockte im Laufe des Tages dann doch viele Berliner und Brandenburger an das Terminal. Wer sich einen Blick hinter die Kulissen erhofft hatte, musste sich leider mit einem schmalen Weg durch das Terminal begnügen. Hier sieht alles fertig aus. Selbst die Anzeigetafel vermittelt den Eindruck, dass es gleich losgehen könnte. Doch die angezeigten Flüge wird es wohl noch lange nicht geben. Hartmut Medorn ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung selbst zu eröffnen. Er möchte lieber voranschreiten, statt Ursachenforschung zu betreiben. Wir sind keine Baustellenhistoriker, die sich den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrechen müssen, was da vorgestern vielleicht hätte anders gemacht werden können. Wir haben nichts zu verstecken. Wir sind hier ganz offen und jeder soll kommen und gucken und sich ein Bild machen, wie es für uns hier aussieht. Würden Sie sagen, dass es nicht eigentlich sinnvoll wäre, dass man Kurzstreckenflüge auf die Bahn verlegt, weil es das ökologischere ist und man damit auch die Belastung für die Bevölkerung deutlich minimieren kann? Also, das ist wieder ein bisschen so ein deutsches Problem. Sie fragen jetzt, muss man nicht ein Gesetz machen, was die Deutschen dürfen und was nicht dürfen? Und ich sage, die Bahn ist besser auf der kurzen Strecke. Und wenn wir den Zugverkehr nach München unter 5 Stunden kriegen, dann fliegen da auch weniger. Man muss halt, der Staat müsste mehr in Infrastruktur investieren. 30 Millionen kostet jeder Monat Verschiebung. Seit Juni 2012 sind das jetzt fast 1/2 Milliarde. Glauben Sie, dass der Flughafen je schwarze Zahlen schreiben wird? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Flughafen hat ein Budget und die Investition im Flughafen zu bauen, ist ein anderes Budget. Und natürlich muss ein Flughafen profitabel sein. Sie haben ja vielleicht gehört, dass dieser Flughafen hier einen Schallschutz bekommen soll, von dem die Politiker behaupten, dass es der beste Schallschutz in ganz Deutschland ist. Würden Sie unter solchen Umständen in die Nähe dieses Flughafens ziehen? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Ja, also wenn ich schwerhörig bin, wird kein Problem. Man kann mir vorstellen, dass die ganz dicht an der Einflussschneise wohnen, die Leidtragenden sind. 2006 hat es vor dem Bundesverwaltungsgericht einen Prozess gegeben. Es ging um den Schutz vor Fluglärm für die Anwohner. Einer derjenigen, die mit vor Ort waren, ist Dr. Herbert Burmeister von der Gemeinde Schulzendorf. Dieser Ort im Osten vom BER wird stark von Fluglärm betroffen sein. Das Zentrum sollte eigentlich mit Wohnungen aufgewertet werden. Der zu erwartende Fluglärm hat das verhindert. Wohnen kann man hier nicht mehr. Dr. Herbert Burmeister war 2006 Bürgermeister der Gemeinde. Es ging in Leipzig um die Frage, ob der Planfeststellungsbeschluss, den das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft verabschiedet hatte, Bestand hat oder nicht und unter welchen Auflagen er Bestand haben könnte. 2006 wurde vom Flughafen behauptet, dass bis auf wenige Ausnahmen alle Grundstücke geschützt werden können. Ja, mittlerweile ist es ja so, dass der Flughafen davon ausgeht, dass bloß 1200 Grundstücke im Tagschutzgebiet wirklich geschützt werden können. Bei allen anderen ein Schutz nach den Maßgaben der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, dass nämlich weniger als eine Überschreitung des Schutzziels in den 6 verkehrsreichsten Monaten möglich ist. Dort also kein Schutz in dieser Qualität möglich ist.
Das ist natürlich völlig entgegengesetzt der Aussage, die in Leipzig getroffen wurde. Der BER wird eindeutig am falschen Standort gebaut. Stolpe sprach mal davon, dass nach 2030 die Kapazität dieses Flughafens nicht ausreichen wird. Und deshalb muss man sich einfach nach Alternativen umsehen. Die Anwohner des BER bekommen, so der Flughafen, den besten Schallschutz in ganz Deutschland. Im Rathaus von Schulzendorf ist wegen des zu erwartenden Lärms guter Rat teuer. Dieser Flughafen steht am falschen Standort. Das ist jedenfalls die Aussage, die wir eben von Herrn Burmeister gehört haben. Als wir heute hier so über das Gelände des BER gestreift sind, haben wir etwas sehr Interessantes entdeckt. Es gibt eine Karte mit den Gewässern der Region rund um den Flughafen. Es sind alle Seen zu sehen, alle Naturschutzgebiete, aber irgendetwas fehlt. Und zwar der Flughafen. Der befindet sich ungefähr hier. Und man sieht relativ deutlich, dass dieser Flughafen das gesamte Gebiet rund um die Seen komplett zerschneidet. Wenn so viele Anwohner und so viele Naturschutzgebiete vor den Auswirkungen des Flughafens nicht geschützt werden können, erwartet man von der Politik Alternativen. Wie sieht Dietmar Woidke das, der neue Brandenburger Ministerpräsident? Wahlkampfveranstaltung der SPD in Schöneiche, östlich von Berlin. Auch Schöneiche wird vom Fluglärm betroffen sein. Zum ersten Mal stellt sich Dietmar Woidke als neuer Ministerpräsident den Fragen der Bürger. Hat die SPD Brandenburg wirklich die Kraft zur Erneuerung? Viele Anwesende erwarten einen Politikwechsel. Dietmar Woidke möchte jedoch das heiße Eisen BER nicht anfassen. Es gab genau zwei Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe nicht in den Aufsichtsrat. Der erste Grund war, weil ich einfach vom Flughafen keine Ahnung hatte. Und der zweite Punkt ist der, dass das Projekt insgesamt jetzt auf der Zielgerade ist. Ich glaube, eine neue Standortdiskussion sollte man jetzt nicht führen. Der Flughafen steht kurz vor der Fertigstellung. Natürlich wird es immer eine Frage bleiben, wie man die Bürger am besten vor dem Fluglärm schützen kann. Und da wird vieles unternommen. Und ich denke, es gibt auch viele technische Möglichkeiten, die man nutzen muss. Aber da werden ja verschiedene Varianten momentan auch angetestet. 30 Millionen kostet der Flughafen jetzt jeden Monat, einfach weil er nicht fertig wird, die ganzen Kosten. Finden Sie es gerechtfertigt, dass man dann nochmal so Geld ausgibt für ein solches Fest wie heute, wenn man eh schon so viel Geld ausgibt und das die Steuerzahler bezahlen müssen? Ich denke, es spielt keine Rolle denn mehr, weil er hat jetzt schon 5 Milliarden gekostet, ob die 100.000 Euro hier, ich glaube, macht die Kohle ohne mehr fett. Natürlich ist das letztlich alles unser Steuergeld, ne, was hier irgendwie in der Baustelle verschwindet. Keine Ahnung. Ich meine, man kommt ja eh nur die Hälfte zu sehen. Die Hälfte ist fertig, die andere Hälfte wird hinter schwarzen Folien versteckt, weil noch alles offen ist bzw. gebaut wird. Dann hätten sie lieber sowas machen sollen, wenn alles fertig ist, bin ich der Meinung, zur Einführung. Aber das wird erst im Jahr 2020 oder so, keine Ahnung. Hier drüben sehen wir das Nordpier, das momentan in der Presse sehr viel zitiert wird. Denn es ist Teil des Sprintprogramms von Herrn Medorn. Vorgesehen ist die Abfertigung von ca. 3 Maschinen am Tag. Das macht vielleicht 400 Passagiere. Dazu muss aber der gesamte Nordpier, der momentan als reine Abfertigungshalle für die Billigflieger geplant ist, komplett umgebaut werden. Und wie wir von einem leitenden Mitarbeiter hier am Flughafen erfahren haben, muss nicht nur neu geplant werden, sondern der Nordpier muss erst genau so fertiggestellt werden, wie er laut ursprünglicher Baugenehmigung vorgesehen war, nämlich als normale Abfertigungshalle. Erst dann kann man anfangen, ihn umzubauen. Und wir wissen um die Probleme, die es momentan gibt, auch mit dem Brandschutz. Das heißt, auch an diesem Bauteil muss erst die Brandschutzanlage funktionieren. Und weil das alles andere als einfach ist, gab es bereits auch die erste Verschiebung dieses Probebetriebs. Und man muss daran denken, am Ende muss alles wieder zurückgebaut werden, wenn der Flughafen dann vielleicht irgendwann einmal fertig ist und der Nordpier wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden soll. Wie man Flughäfen wirklich gut baut, das weiß zum Beispiel Herr Faulenbach da Costa, ein sehr renommierter Flughafenplaner. So renommiert, dass die CDU in Brandenburg ihn ein Gutachten erstellen ließ zu den Perspektiven des Flughafens BER. Auch wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ein Interview via Skype mit ihm geführt. Und unsere erste Frage war, ist der Flughafen noch zu retten? Ich habe ja mal mehr oder weniger auch polemisch gesagt, offensichtlich hilft dann nur noch eine Stange Dynamit. Alles das, was ich da höre, muss ich sagen,
da ist wohl so viel Murks im Ausbau gemacht worden, dass es ja Fachleute gibt, die das Projekt innen besser kennen oder kennen, sagen, da lohnt es sich nur noch auszuräumen und den Rohbau wieder neu auszubauen. Wenn das der Fall sein sollte, dann sage ich, dann lieber das Projekt aufgeben und einen vernünftigen Flughafen am anderen Standort bauen. Wenn wir den Menschen in der Umgebung des Flughafens eine Botschaft überbringen können, dann nur die, dass es auf jeden Fall keine Steuerungsmöglichkeiten gibt, wenn der Flughafen in Betrieb geht, um die Lärmwirkung zu vermindern. Richtig, so sehe ich das. Das, was dort an Lärmminderung versprochen wird, ist irgendwo im Komma-Bereich. Für den Menschen wird es erlebbar nicht leiser werden mit allen Maßnahmen, die versprochen sind. Was sollte passieren, wenn BER in Betrieb geht? Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass man wie auch immer BER in Betrieb nehmen wird, weil man sonst weiter in Tegel belastet, dass man gleichzeitig sieht, dass Regionalflughäfen, die vorhanden sind, die Region um Berlin, also um den Flughafen Schönefeld, entlasten sollten, dass also nicht der gesamte Verkehr, das gesamte Verkehrsaufkommen Berlins am BER stattfindet, sondern verteilt wird über die Region, über Brandenburg. Und dann zu sehen, dass man ein Genehmigungsverfahren beginnt, um den Standort Sperrenberg beispielsweise bis 2030 am Netz zu haben, um dort Betrieb aufnehmen zu können, dass man dann den Verkehr nach dort verlagern kann. Ich sage sonst voraus, wenn diese Perspektive nicht untersucht und betrachtet und in Erwägung gezogen werden, wird ein Großteil des Verkehrs, so schätze ich das heute ein, nach Leipzig abwandern. Und der Flughafen BER wird dann keine großen Perspektiven mehr haben. Unser nächster Interviewpartner ist Ferdi Breitbach. Viele kennen ihn. Er ist schon seit vielen, vielen Jahren ein Kämpfer gegen den Fluglärm in dieser Region. Und er ist auch dafür bekannt, dass er ein Nachnutzungskonzept für diesen Flughafen entworfen hat. Dieses Konzept wird sehr kontrovers diskutiert, aber sicherlich nur deshalb, weil viele politisch Verantwortliche es nicht gelesen haben. Denn es zeigt Wege auf, wie man das Dilemma dieses Flughafens, nämlich dass es die Anwohner sehr stark belastet, entgehen kann. An dem Design dieses Flughafens hier kann man wunderbar sehen, welche Möglichkeiten der Nachnutzung es für den Flughafen gibt. Sie haben auf dieser Seite zum Beispiel bis zu den Start- und Landebahnen, die Sie sich mit etwas Fantasie hier vorstellen müssen, 200 Meter Platz in der Breite und ungefähr 3 bis 4 Kilometer in der Länge. Die Messe kann hier oben vor Kopf gesetzt werden. Nach den Vorstellungen, die ich entwickelt habe, könnten Sie hier zum Beispiel die große Mayo-Klinik bauen. Einrichtungen, die mit der Luftfahrt zu tun haben, die mit der ILA zu tun haben und Ähnliches, können Sie auf dieser Seite unterbringen und trotzdem den Flugbetrieb für die privaten Flugzeuge, Private Aviation, für die Bundesregierung oder auch für Polizeihubschrauber auf dieser Start- und Landebahn offen halten. Während die Start- und Landebahn dicht gemacht wird, die aber auch nur zur Verfügung steht, um dort Ansiedlungen vorzunehmen jeglicher Art. Die Leute checken hier ein im Terminal wie ganz normal und gehen dann in den Shuttle und fahren mit dem Shuttle nach Sperrenberg. Diese Art des Eincheckens wird weltweit an Großflughäfen schon gemacht, selbst in Deutschland. Das ist das sogenannte Aero-Check-In, also auch nichts Neues, auch keine Erfindung, alles schon eingeübte Geschichten. Die Gemeinde Sperrenberg selber wird vom Fluglärm überhaupt nicht betroffen. Da geht es genauso wie in Schönefeld, der Flughafen liegt parallel zur Gemeinde. Wo Betroffenheit es geben kann, ist am Anfang und am Ende der Start- und Landebahnen. Und da sind nach Berechnungen aus dem Raumordnungsverfahren bei einer Abfertigungskapazität von über 50 Millionen Passagiere 2000 Menschen betroffen. Das steht in keiner Relation zu 200.000 Betroffenen hier. Wenn die Politik ein Signal gibt, wir wollen zum Beispiel in Sperrenberg ein Projekt installieren in einer Größenordnung von 4 bis 8 Milliarden D-Mark, dann werden sich die Investoren darum schlagen, sich an diesem Investment zu beteiligen. Finden Sie, dass der Flughafen hier an der richtigen Stelle steht? Nein. Naja, es ist immer so schwierig, ne? Also alle wollen gerne billig reisen und schnell mal übers Wochenende irgendwo hinfahren, aber keiner will den Flughafen vor der Haustür haben. Das ist natürlich dann die Frage, wie man sowas löst. Tja, wissen Sie, als das mal konzipiert wurde,
hat man ja gesagt, jetzt wie sich das alles so entwickelt, hätte man gesagt, das hätte nach Spierenberg auch rein können. Mit der modernen Technik, die wir heute im Nahverkehr und Fernverkehr haben, wäre das kein Problem gewesen, diesen zu erreichen. Und dann wäre auf der anderen Seite die umliegende Bevölkerung wesentlich geschont davon. Nee, also so, ich habe ja schon die Rundfahrt mitgemacht, habe ich schon von der Fläche her alleine, hat er ja viel, viel mehr. Also werden auch viel mehr Leute abgefertigt werden. Demzufolge werden auch viel mehr Flieger landen und starten. Wird der Lärm natürlich auch zunehmen, das ist klar. Vor dem Eingangsgebäude des Bahnhofs hat sich eine sehr, sehr lange Schlange gebildet. Eine so lange Schlange haben wir hier heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Offensichtlich interessieren sich die Leute für die Bahn fast mehr als für den Flughafen. Aber eigentlich ist das auch ganz gut so, denn die Bahn ist eine echte Alternative zum Flugverkehr. Insbesondere dann, wenn es um Kurzstreckenflüge geht. Details darüber kann uns Heidi Tischmann erzählen. Sie ist vom Verkehrsclub Deutschland. Der Fluglärm lässt sich vermeiden, indem weniger geflogen wird. Vor allen Dingen innerdeutsche Flüge sind nicht notwendig, weil wir ein gut ausgebautes Bahnsystem haben. Und dazu kommt natürlich noch das Nachtflugverbot von abends 22 Uhr bis morgens 6 Uhr. Es ist nicht notwendig, innerhalb Deutschlands mit dem Flugzeug zu fliegen. Die Ziele innerhalb von Deutschland sind auch bequem und in einer guten Zeit mit der Bahn zu erreichen. Es ist auch preiswerter, mit der Bahn zu fahren, als zu fliegen, und umweltfreundlicher ist es allemal. Die Fluggesellschaften tun alles, um ihre Preisgestaltung zu verschleiern. Die Werbung suggeriert, dass man für billiges Geld überall hinfliegen kann. Nach einer Untersuchung des Verkehrsclub Deutschland sieht das ganz anders aus. Bei über 90% aller innerdeutschen Flüge ist die Bahn günstiger. Dem stehen 8,5% günstigere Flüge gegenüber. Auch die Umweltbilanz der Bahn kann sich sehen lassen. So beträgt der CO2-Ausstoß für die Fahrt Berlin-München mit der Bahn nur 20% im Vergleich zum Flugzeug. 80% der innerdeutschen Flüge sind Geschäftsreisen, also privat wird gar nicht so viel geflogen innerdeutsch. Deswegen muss man, wenn man etwas verändern will, an die Firmen herangehen und auch an die Ministerien und an die Behörden, damit sie ihre Praxis der Geschäftsreisen verändert. Dass sie verbieten, dass innerdeutsch geflogen wird, dass man dann mit der Bahn fährt und so weiter. Reisen mit der Bahn bieten viele Vorteile. Zentrale Lage der Bahnhöfe, spontanes Reisen, Bewegungsfreiheit, bequemes Sitzen, Telefonieren und Internetnutzung. Kinder fahren kostenfrei. Die Politik könnte dafür sorgen, dass mehr Flüge auf die Bahn verlagert werden. Die Mittel dafür sind schon lange bekannt. Kerosin besteuern, Subventionierung von Flughäfen und Fluggesellschaften beenden. Ein einheitliches Nachtflugverbot für ganz Deutschland von 22 bis 6 Uhr. Wenn Sie mit der Bahn genauso schnell an Ihr Ziel kommen würden, für denselben Preis, würden Sie dann die Bahn dem Flugzeug bevorzugen? Ja. Würden Sie dann die Bahn nehmen? Wahrscheinlich ja. Ja, eigentlich. Also ich fahre gerne mit der Bahn. Die Bahn? Die Bahn, auf jeden Fall. Und warum? Weil ich dann in dem Fall nicht finde, dass man unbedingt das Flugzeug nehmen muss. Das hätte ökologische Gründe. Um den unterirdischen Bahnhof am Flughafen gab es viele Gerüchte. Nur wenige durften bisher hinein. Vielleicht erklärt sich damit das riesige Interesse der Besucher. Letztes Thema, zu kurze Rolltreppen. Was hat es damit auf sich? Stellen Sie sich vor, Sie kommen vom Bahnhof, wollen zum Flugsteig, Sie fahren die Rolltreppe hoch, kommen oben an der Rolltreppe an und dann haben Sie noch mal 3 Stufen und die müssen Sie dann Ihre Koffer schleppen. Wie kann sowas passieren, fragt man sich. Ursprünglich war hier wohl noch ein großes Empfangsgebäude geplant. Das fiel, warum auch immer, dem Rotstift zu Opfer. Man hat aber vergessen, die Planung anzupassen. Und nun ist die Rolltreppe zu kurz. Eines von vielen Geschichten dieses Flughafens. Unten im Bahnhof ist alles pünktlich fertig geworden. Darauf sind die Bahner ganz besonders stolz. Es könnte sofort losgehen. Aber auch hier leere Informationstafeln und fiktive Anzeigen auf den Bahnsteigen. Damit es nicht schimmelt, muss öfter ein Zug hier einfahren. Das wechselt die Luft und vertreibt den Moder. Dafür sind 2 Millionen Euro monatlich eine vergleichsweise geringe Summe im Verhältnis zur BER-Baustelle, die an dieser Rolltreppe beginnt. Am Ende des Tunnels ist schon Licht zu sehen. Das jedenfalls hoffen die Bahnmitarbeiter. Mit dem BER geht's auf und ab. Ähnlich ist es auch mit den Umfragewerten der Parteien. Am 22. September wird in Deutschland gewählt. Aber wen soll man wählen?
Auch in Frankfurt stellt sich diese Frage. Diese Region ist wie keine andere geprägt durch den Fluglärm. Auf einer Wahlkampftour von Angela Merkel in Frankfurt, wo sie eigentlich ein Heimspiel hätte haben müssen, kam alles ganz anders. Den folgenden Film, den wir Ihnen jetzt zeigen, hat uns freundlicherweise KAMS21 zur Verfügung gestellt. Er wirft ein sehr bemerkenswertes Licht auf die Stimmung in unserem Land. Liebe Erika Steinbach, lieber Matthias Zimmer, liebe Kollegen aus dem Landtag, Mitglieder des Kabinetts, aber vor allen Dingen Sie, liebe Frankfurterinnen und Frankfurter. Sie sind gekommen, um zuzuhören. Sie sind die Menschen, die dafür Sorge tragen, durch ihre Arbeit, durch ihren Einsatz, dass Deutschland ein erfolgreiches Land ist. Und wir sind nicht nur ein erfolgreiches Land, sondern wir sind auch ein tolerantes Land. Und haben uns auch an Menschen gewöhnt, die einfach nicht zuhören wollen, obwohl es für unser Land noch besser wäre. Auch die würden doch was dazulernen. Danke, dass Sie uns heute zugeschaut haben. In der Oktobersendung werden wir uns mit dem Thema Luftfahrtlobby beschäftigen. Sehr interessant. Bis dahin, alles Gute. Gehen Sie wählen. Es lohnt sich, mitzubestimmen.